Hallo, willkommen bei dem Tutorial. Wie installiere ich Human Connection auf meiner lokalen Maschine, auf meinem lokalen Rechner? Wir reden heute also nicht über dieses Netzwerk, sondern wir reden über die Software dieses Netzwerks. Und es gibt eine relativ umfangreiche Dokumentation, die könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es auch eine Installation und etwas weiter unten zum Beispiel eine Docker-Installation. So, ich habe mich da etwas durchgearbeitet und bei Human Connection bin ich der Oberli und ich habe mir hier eine kleine Übersicht gemacht, die ihr auch bei mir findet. Die Schritte, was alles nötig ist, um Human Connection lokal laufen zu lassen. Mit allen Installationen, mit den Datenbanken und mit Testdaten. So, also beginnen wir. Wir erstellen uns einen Klon von Human Connection hier von GitHub in einen Ordner unserer Wahl. In der Ordner, der dann erstellt wird, in den gehen wir. Dann erstellen wir ein Bild von dem Ganzen, sodass alle Programme, alles, was benötigt wird für Human Connection, über den Docker gezogen wird. Dann indizieren wir die Datenbanken, dann die Datenbank, dann füllen wir die Datenbank mit Testdaten. Zum Schluss rufen wir noch diese Seiten auf und wir gucken uns das an, was das ist. Informationen, wie gesagt, alles über GitHub Human Connection sowie die Dokumentationsseite. Und ja, wenn ihr noch irgendwas über Human Connection wissen wollt, schaut auf der Webseite nach, also über das Netzwerk. Wir starten. Als erstes ziehen wir uns einen Klon. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, und zwar in meinem Ordner Site, den habe ich angelegt. Da möchte ich es gerne haben. So, damit ist er da. Dann wechseln wir in den Ordner und führen jetzt unser Bild aus. Ja, also hier Docker Compose app minus minus Bild. Und dann werden alle Daten gezogen, die benötigt werden. Und wir beobachten das jetzt mal. Es ist etwas trocken und etwas, ja, vielleicht etwas langweilig. Aber damit ihr seht, was passiert, auch was bei mir jetzt passiert, ich hoffe, es klappt. Ich habe da manchmal eine Verbindung hier mit meiner Internetleitung plus dem Video. Ich hatte jetzt schon zweimal Probleme. Das dauert alles etwas, also seid da etwas geduldig. Über die Human Connection Dokumentationsseite gibt es natürlich auch einen Weg für das so aufzusetzen ohne den Docker. Ich denke aber, dass es wichtig ist und gut ist, wenn es eben eine einheitliche Möglichkeit gibt, sodass man sich sicher sein kann, dass es unabhängig von dem Betriebssystem oder was auch immer man da benutzt, funktioniert. Und da ist Docker schon eine sehr gute Lösung.
Ja, er kämpft sich durch. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja. So, jetzt wird Neo4j gezogen. Datenbank. So, das letzte Paket. Sieht hier so schön aus mit ja, es ist der belegt dann natürlich eine ordentlich Speicherplatz, muss ich mal so sagen. Ich habe, wenn ich das runterhaue wieder, dann kriege ich von Docker gesagt, also zwischen 1,8, 1,5 GB groß ist dann schon das gesamte Paket, was im Docker dann liegt, oder die ganzen Pakete zusammen. Und da muss man ab und zu mal ein Auge drauf haben. Ich meine, die Docker benutzen, denke, für die ist das. So die haben das eh auf dem Schirm, aber ich habe zum Anfang zum Beispiel mal Probleme gehabt, dachte mir, Mensch, Festplatte voll. Ja, na, 15 GB weg. Habe ich aber viel probiert, viel getestet mit allen möglichen Programmen. So, jetzt kommen wir hier dem Ende entgegen. Fest dem Ende entgegen, aber jetzt haben wir schon das Web-App-Paket. Ja, das Bild wird einmal gemacht, in der Regel. Wenn beim Entwickeln kann es durchaus aber passieren, dass man auch mal zwischendurch wieder ein neues Bild machen muss. Muss man sich in etwa so vorstellen, dass die ganzen Programme, die jetzt hier geladen werden, die liegen dann halt fest im Hintergrund da. Und dieses Bild weiß natürlich jetzt nicht, wenn ich mir zum Beispiel jetzt durch das Ziehen von Master, also vom GitHub, wenn ich mitarbeite, dass wenn neue Programme dazugekommen sind, die fehlen natürlich dann in dieser ganzen Auflistung und die sind nicht mit installiert. Und der Weg jetzt zum Beispiel ein einfaches YARN zu benutzen, um das zu installieren, wird halt dann fehlschlagen, wenn man mit dem Docker arbeitet. Es wird halt nicht in dem Docker landen. Also das Bild erstellt quasi alles, was benötigt wird, was Human Connection vorgibt. Und wenn sich da in der Installations Reihenfolge was zu hinzugekommen ist, dann muss das mit dem Bild natürlich neu hinzugefügt werden.
Also gesagt, ein neues Bild erstellt werden von den aktuellen Programmen, wo dann das neue mit dabei ist. Um das so zu verstehen, ich hoffe, das vernünftig erklärt. Wenn nicht, seht es mir nach. Ich bin da auch, lerne da auch viel dazu gerade in jeglicher Richtung. So, 4000er, 4001 ist da, 3000 ist da. Damit haben wir Human Connection auf unserem Rechner laufen. Also das war alles. Ich mache das andere mal jetzt weg. Ich habe jetzt lokal 3000, läuft jetzt Human Connection, allerdings ohne Daten. Und die Daten holen wir uns jetzt dazu. Jetzt habe ich das zugemacht, aber öffne ich einen neuen Reiter und gebe den Befehl Docker Compose Access Backend Yarn run db Doppelpunkt seed ein. Und damit füllt sich die Datenbank mit Testdaten. Jetzt, wenn das abgeschlossen ist, kann ich mich mit den Testdaten, so wie ihr sie in der Doku von Human Connection findet, einloggen. Und der Prozess, so wie er zurzeit aktuell ist, ist für euch nachvollziehbar, läuft auf eurem Rechner. So, jetzt müssen wir aber doch nochmal auf die Doku-Seite gehen. Ich gehe jetzt nochmal bei mir hin in die Erklärung. Und zwar, auf der 3000 läuft Human Connection, auf der 4000 GraphQL. Auf der 747 Neo4j mit den Daten der Datenbank User Posts oder alles. Ja, sieht jetzt ganz lustig aus. So, und dann noch der Mail-Server auf der 1080. Wenn die Registrierung danach geht, das läuft über die GraphQL, dann gibt es eine E-Mail. Und die kann man hier abfangen. Also im Grunde genommen Human Connection auf der 3000, GraphQL 4000, Neo4j 747 und der Mail-Server. Alles läuft. Solange, oder ja, wenn er dieser Prozess durch ist. Wenn das passiert ist und ich habe das installiert und ihr kommt dann, wollt das wieder starten. Ich stoppe jetzt mal den Docker. Das mache ich jetzt mal down. So, jetzt fährt er alles runter. Backend, Bakery, Web App, Neo4j. So, jetzt ist es hier auch beendet und wenn ich jetzt hier, gibt es natürlich nichts mehr, gibt es nichts mehr, gibt es nichts mehr, gibt es nichts mehr. Wenn ich neu starten will, muss ich jetzt nie wieder ein Bild machen, ja, wenn sich jetzt nicht zwingend was geändert hat, sondern das kann ich jetzt mit einem Docker Compose Up immer machen und jetzt dauert es auch nicht mehr so lange, jetzt werden quasi die ganzen Dinge gestartet und bei mir geht es relativ fix dann, je nachdem wie die Leistung von eurem Rechner ist, dauert das etwas, aber kurz, relativ kurz. So, 4000 ist da, also jetzt hat sich schon automatisch hier, ist es gekommen, 747 ist da, 4000er Playground ist da. Und Human Connection ist auch wieder da. Mist.
mit Daten. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Also ihr habt gesehen, eine relativ ja, einfache Sache, zumindest das lokal bei euch laufen zu lassen und das nächste Tutorial, da gehen wir näher auf den Code ein oder wir schauen mal, was wir machen können. Könnt da gern, wo auch immer ihr dieses Video jetzt hier seht, was drunter schreiben, was euch interessiert. Und wir schauen mal, dass wir da was machen können. Ansonsten schauen wir mal, was sinnvoll ist. Zum Beispiel GitHub nochmal erklären, wie man die sich beteiligt, zum Beispiel um einen Fehler oder einen Bug, einen Fehler oder eine Idee zu Human Connection zukommen zu lassen in das Projekt, sich darin beteiligen oder selbst eigenen Code zu schreiben und den hochzuladen. Da gibt es nochmal verschiedene Tests, die gelaufen werden und. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke für eure Geduld. Bis zum nächsten Mal.